Sketchboard ist ein genial einfaches Tool, um Diagramme zu erstellen. Du kannst es aber auch für Mindmaps oder Online-Pinnwände brauchen. Und mit dem Stift kannst du das auch wie ein Whiteboard behandeln. Beim ersten Mal wirst du von diesem Roboterchen begrüßt, das dich durch die wichtigsten Funktionen hindurchführt. Das kannst du natürlich brav mitmachen. Und dann fühlt sich diese Wand schon ziemlich. In diesem Fall lösche ich jetzt aber das nochmals und gebe die Adresse erneut ein. Und beim nächsten Mal werde ich da nicht mehr durchgeführt und ich habe von Beginn weg eine leere Oberfläche. Mit einem Doppelklick kannst du gleich mal ein erstes Element darauf setzen. Ich nehme jetzt einfach mal so dieses Zettelsymbol und ich beginne gleich zu schreiben. Wenn du willst, dass das größer sein soll, mit H1 machst du einen Haupttitel daraus. H2 wäre dann übrigens ein Nebentitel. Du siehst, es wird sehr groß. Mit einem erneuten Doppelklick kannst du eine andere Form hinzufügen. Natürlich kann man das in der Farbe verändern, und zwar den Hintergrund, den Rand und den Text. Du kannst diese Form jederzeit verwandeln in eine andere. Du kannst die Form nach hinten oder nach vorne schieben. Du kannst die Textgröße nachträglich ändern. Und du kannst einen Link hinzufügen und es natürlich auch löschen. Das könnte man allerdings auch mit der Löschtaste. Interessant ist jetzt aber vor allem dieses Element hier, wenn du es auswählst und über diesen Punkt hinwegfährst, am Rand, dann kannst du eine Verbindung ziehen. Also in diesem Fall einen Pfeil dazu Ideen rüber. Oder natürlich auch umgekehrt, wenn du wieder diese Linie antippst, so kannst du den Verlauf dieser Linie ändern oder du kannst sagen, von wo nach wo der Pfeil gehen soll. Du kannst natürlich auch die Linie, Farbe, die Dicke und so weiter jederzeit ändern. Und so hat man eigentlich ziemlich schnell ein hübsches Mindmap oder eine andere Grafik beieinander. Viele weitere Elemente und Grafiken findest du hier in diesen Schubladen thematisch sortiert, die du einfach auf diese Oberfläche ziehen kannst. Mit dem Handsymbol kannst du dich auf dieser Oberfläche, die dann immer stärker anwächst, herumbewegen. Mit dem Globus-Symbol kannst du auf die bestehenden Inhalte hinzoomen und wieder zurück. Und mit dem Stiftsymbol kannst du auch hier hineinzeichnen. Wenn dir etwas misslungen ist, kannst du jederzeit auch wieder einen Schritt zurückgehen. Interessant ist natürlich vor allem, dieses Board gemeinsam mit anderen zu füllen. Und das ist sehr einfach. Du musst einfach hier oben diese Adresse kopieren und per Mail oder so verschicken. Eine andere Möglichkeit ist, hier den Link direkt zu kopieren. Jetzt ist er schon im Zwischenspeicher und ich könnte ihn ins Mailprogramm hineinkopieren. Nun ist mein Gegenüber drin und zeichnet da etwas rein. Du siehst, er ist markiert mit einem Symbol und ich sehe gerade, was er da gemacht hat. Selbstverständlich haben alle hier die gleichen Rechte. Ich kann also etwas, was mein Kollege gemacht hat, auch wieder löschen und er bei mir natürlich auch. Um eben solche Missverständnisse zu vermeiden, habt ihr da auch noch einen Chatraum, wo ihr euch gemeinsam verständigen könnt und euch darüber austauschen könnt, was es denn da zu machen gibt. Wenn du dieses Tool häufiger brauchst, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich, einen Account anzulegen. Für die Basisfunktionen ist er gratis. Wenn du beispielsweise Bilder hochladen möchtest, du siehst das hier, dann wäre ein kostenpflichtiger Account angesagt.